Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt.eu Fußball-Podcast. Wir, das bin ich, der Tom Schaffer und natürlich mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Wir werden heute eine kurze Rückschau veranstalten auf die abgelaufene Frauenweltmeisterschaft. Bevor es losgeht, natürlich ein Dank an unsere Unterstützer, und zwar an den Chris und den Peter Hayek, die bei uns Ultra-Unterstützer sind. Das heißt, sie unterstützen uns mit $15 oder mehr im Monat. Und an den Franz Nowotny, den Michael Molzer und den Thomas Just, die uns jeweils mit $8 im Monat unterstützen. Das sind drei unserer vielen Saisonkartenbesitzer. Ja, wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann geht auf patreon.com/ballverliebt oder auf ballverliebt.eu. Ihr findet dort alle Informationen. Wir finanzieren uns rein über unsere Unterstützer und es würde uns einfach sehr freuen, wenn unsere Arbeit euch so viel wert ist, dass ihr sagt, ich würde ganz gern haben, dass es weitergeht, denn nur mit eurer Hilfe können wir ballverliebt weitermachen. Philipp, starten wir jetzt aber in unser Rückblick auf die Frauen-WM. Du hast dir nämlich an fast alle Spiele angesehen, oder? Ja, also ich habe auf jeden Fall in alle mal reingeschaut zumindest. Das war ja in der Vorrunde zum Teil nicht ganz leicht, da auch Live-Übertragungen zu finden, die dann auch so funktioniert haben. Gerade dann gegen Ende mit den Parallelspielen, da war einiges nicht im Fernsehen zu sehen, aber dank Internet und dem Feed der EBU ging das ganz gut. Ja, ich habe ungefähr so 10 Spiele, hätte ich jetzt gesagt, 10, vielleicht 15 Spiele, da habe ich reingeschaut und ein bisschen länger zugeschaut. Also auch einiges mitbekommen. Jetzt ist gestern oder beziehungsweise heute, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, das Finale gewesen. Die USA haben die Niederlande mit 2-0 besiegt. Das passt schon so, oder? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, sowohl was das Spiel als auch was das Turnier angeht. Im Spiel ist es so gewesen, dass die Niederlande was sehr Unerwartetes probiert haben. Sie sind von ihrem üblichen Hybrid 4-3-3, 4-2-3-1 abgegangen mit einem relativ klaren 4-4-1-1 mit zwei Viererketten haben sie sich defensiv gestellt. Die Spielerin, die normalerweise links an der linken Seite spielt, die war ganz vorne, die eigentliche Strafraumstürmerin war so halb als Zehner dahinter. Ich habe versucht, dass sie da defensiv dagegen halten, dass die USA nicht recht durchkommen, und halt versucht mit schnellen Gegenstößen bzw. mit hohem Ballgewinnen. Haben eine Stunde lang das 0-0 gehalten, so auch weil die Torhüterin Sari von Veenendaal einen sehr guten Tag gehabt hat. Kann man schon so sagen, ja. Aber nachdem die Amerikanerinnen 1-0 in Führung gegangen sind durch einen Elfmeter, war eigentlich fast da schon klar, dass die Niederlande das nicht mehr drehen werden können, weil sie sehr, sehr wenig wirklich selbst fabriziert haben. Und wenn die Amerikanerinnen mal vorne sind, dann wird es ist es kaum noch möglich, da das Spiel wieder irgendwie zu drehen. Ich wollte gerade sagen, so ist es dann auch gekommen. Wie ich es mir angeschaut habe, ich denke mir auch, sie haben sich im Finale stark eben angepasst an die USA, haben das eigene Spiel ein bisschen aufgegeben, im Prinzip Selbstaufgabe betrieben, haben auch gut zerstört, aber eben wenig kreiert. Würdest du sagen, war es trotzdem die richtige Herangehensweise? Defensiv ja, auf jeden Fall, weil beide Außenverteidiger, die normalerweise im Turnier gespielt haben bei den Niederlanden, das waren ganz klar die Weak Links, gerade eben Desiree van Lunteren rechts und Meryl van Dongen links. Da habe ich im Halbfinale dann schon gesagt, du liebe Güte, wenn die gegen Megan Rapinoe und Tobin Heath spielen müssen, das wird richtig hässlich. Es ist auch so, dass die Niederlande sicher nicht das zweitbeste Team bei dieser Weltmeisterschaft waren. Sich eher so ein bisschen durchgeschummelt. Und im Endeffekt, trotz alledem, sie haben die USA 61 Minuten ohne Gegentor gehalten. Also sie haben sich 61 Minuten gegen die USA ohne Gegentor gehalten. Kein anderes Team bei dieser WM hat es länger als 12 geschafft. Also in allen Spielen zuvor haben die USA in den ersten 12 Minuten schon getroffen.
es war auf der einen Seite, defensiv ist es fast alternativlos gewesen. Natürlich, wenn die Amerikaner mal durchgekommen sind und im Strafraum waren, dann ist es sofort immer sehr, sehr gefährlich geworden, weil da vorne bei den Amerikanern einfach wirklich dermaßen große individuelle Qualität. Und man muss sagen, sie haben es zwar 60 Minuten durchgehalten, aber Ende der ersten Hälfte habe ich mir gedacht, das ist jetzt eine Frage von Sekunden. Ja. Da ist es dann wirklich ziemlich rund gegangen eigentlich. Ne? Stimmt, ja. Also wenn da die Torhüterin nicht so einen Traumtag gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich schon viel früher vorbei gewesen. Ja, ganz, ganz klar, keine Frage. Im Endeffekt ist es ein Erfolg, dass die Niederlande überhaupt weit gekommen sind. Wenn man auch das bemisst, wie sie dann gespielt haben, im Endeffekt ist es gewonnenes Silber und nicht verlorenes Gold. Wobei, ich muss sagen, sie haben mir im Spielverlauf, im Turnierverlauf schon immer wieder ganz gut gefallen, wenn ich ihre Spiele gesehen habe. So, da ist relativ viel Qualität auch im Ballbesitz dabei gewesen, oder täusche ich mich da jetzt? Sie haben grundsätzlich die Spielerinnen dafür, waren aber einige Spielerinnen außer Form. Van der Donk, die Zehnerin, Miedema hat kein gutes Turnier gespielt, teilweise angeschlagen, verletzt. Lieke Martens, die das da war vor 2 Jahren beim EM-Titel, haben richtig Glück gehabt im Achtelfinale gegen Japan, wo sie eigentlich die klar schlechtere Mannschaft waren, dann am Ende durch einen Handelfmeter gewonnen haben, haben ein gutes Spiel gemacht gegen Italien, vor allem zweite Halbzeit im Viertelfinale, waren auf Augenhöhe mit Schweden, das Halbfinale war nicht so schön, aber sie haben das dann auch gewonnen. Letzten Endes war die Holländerin nicht so stark und nicht so gefestigt, spielerisch wie vor 2 Jahren, aber dafür mit relativ guten Nerven. Das muss man ihnen lassen. Also sie haben sich nie wirklich, auch wenn das Spiel nicht so gelaufen ist, wie sie es gerne gehabt hätten, sie sind nie in Panik verfallen. Jetzt sind zwar die Niederlande im Finale gewesen, aber du hast schon gesagt, sie waren nicht das zweitbeste Team. Mir schien auch, dass eigentlich vor allem die Engländerinnen im Halbfinale näher an den Amerikanerinnen dran gewesen sind. Wer war das zweitbeste Team für dich? Also in Wahrheit müsste man sagen, das beste Team waren die USA. Die sind fast mit Handbremse da durchgegangen. Also das hätte nie so knapp sein dürfen. In Wahrheit müsste man fast sagen, Nummer 1 die USA, Nummer 2 und Nummer 3 keiner und dann kommt der Rest. Du hast recht, die Mannschaft, die am nächsten dran war, das waren die Engländerinnen im Halbfinale. Obwohl es eigentlich von Trainer Phil Neville da einige falsche taktische Entscheidungen gegeben hat, aber letzten Endes war England von der Verlängerung nur entfernt ein knapp vom Videoassistenten zurückgepfiffenes Tor, das wegen Abseits da nicht gezählt hat, beziehungsweise einen verwandelten Elfmeter, den Steve Houghton in der Schlussphase halt eben nicht verwandelt hat. Dann wäre es 2-2 gestanden, dann wäre es zumindest in die Verlängerung gegangen. Die Engländerinnen haben dann das Spiel um Platz 3 abgeschenkt, mehr oder weniger. Da hat Phil Neville selbst gesagt, das ist ein Nonsense-Game. Ich würde aber schon sagen, dass man England hat in 2 Jahren die EM daheim. Dass so im Ganzen wahrscheinlich die Engländerinnen im Moment das kompletteste Team sind aus Europa. Mit noch teilweise ein bisschen Luft nach oben. Aber im Grunde genommen hat das schon im Ganzen recht gut ausgesehen. Und das ist auch so ungefähr die Truppe, die in 2 Jahren noch da sein wird. Und was dazu kommt, in England wird irre viel investiert. Da wird jetzt wahrscheinlich bald die Premier League auch offiziell die Federführung über die Frauenmeisterschaft übernehmen. Also da wird sehr, sehr viel investiert auch weiterhin. Also in England ist es auf jeden Fall so, dass die Aussichten gut sind. Eine Runde davor, ich meine, die Amerikanerinnen haben nicht gerade die leichteste Auslosung gehabt. Die haben den Gastgeber rausgeschmissen, dann haben sie England rausgeschmissen, dann eben die Niederlande, den Europameister besiegt. Und im Achtelfinale schon Spanien, die ein sehr unangenehmer Gegner sein können. Ja, die Französinnen als Gastgeberinnen eben schon im Viertelfinale raus, ja genau. Nur Pech mit der Auslosung oder hat es wirklich einfach nicht für mehr gereicht? Der Verbandschef Noël Le Graët hat Teamchefin Corinne Diacre das Vertrauen ausgesprochen, wenn auch nicht aus vollem Herzen, und hat gesagt, ja, dass wir im Viertelfinale ausgeschieden sind, das war in erster Linie Lospech. Es stimmt schon. Also wenn man die USA im Viertelfinale bekommt, dann kannst du auch schon mal im Viertelfinale rausfallen. Das ist schon klar. Nur war das Achtelfinale schon eigentlich vercoacht.
wo sie gegen Brasilien mit viel Glück und wegen defensiven Heldentaten von Kritschen, Pogba, von der Innenverteidigerin dann noch irgendwie 2-1 nach Verlängerung weitergekommen sind. Gegen die USA war es dann so, dass Kyrin Diakre, das ist eines der einprägsamsten Bilder in Wahrheit von dieser Weltmeisterschaft, da 75 Minuten wie versteinert mit relativ leerem Blick an der Seitenlinie steht, 75 Minuten lang sieht, dass das gar nicht hinhaut, was ihre Mannschaft da macht, und 75 Minuten und 2 Gegentore braucht, dass sie mal einen Wechsel macht. Und da war die Kritik schon relativ groß, dass Diakre jetzt bleibt. Also Frankreich spielt in der EM-Qualifikation auch gegen Österreich. Ich weiß nicht, ob das zwingend ein Nachteil für Österreich ist. Also es war auf jeden Fall mehr drin. Die USA haben nicht alles gezeigt, was sie konnten. Und wenn da Frankreich ein bisschen zielstrebiger das Mittelfeld gestaltet, ein bisschen früher wechselt und ein bisschen mehr auf die Schwächen reagiert, wäre es durchaus möglich gewesen, dass man den USA da einen offeneren Kampf bietet. Meine, im Endeffekt haben die Amerikanerinnen 2-1 gewonnen, aber also nur 2-1 gewonnen, aber die waren schon recht deutlich das reifere Team. Das muss man schon sagen. Also das stimmt. Frankreich war halt Frankreich. Ich kann mich aber erinnern, dass bei dem Spiel habe ich dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt und habe gefragt, ich glaube, es muss so Mitte der zweiten Hälfte gewesen, ob die amerikanische Trainerin, die Chilelis, ob die da eigentlich mehr drauf hätte. Weil in der Partie war es wirklich offensichtlich, dass die Amerikanerinnen taktisch da überhaupt nicht gut aufgestellt waren und die Französinnen einfach zu lange gebraucht haben, um zu checken, wie sie da vorbeikommen, was aber nicht so schwer zu erkennen gewesen wäre eigentlich. Nein, überhaupt nicht. Jill Ellis, amerikanische Trainerin, ist eine, die eine relativ einfache Philosophie hat, die wir eigentlich auch von Franco Frohna kennen. In der Defensive sehr strukturiert, die Formation relativ strikt halten und vorne dann im Angriffsdrittel dürfen sich die Angreiferinnen dann persönlich austoben. Das geht bei den Amerikanerinnen, weil die da vorne einfach irre viel Qualität haben. Was viele nicht verstanden haben, vor allem im Spiel gegen Frankreich war das gegen Spanien schon zu erkennen, dann später auch gegen England. Also die haben gegen Frankreich beim Stand von 1-0, nur 1-0, nach einer Stunde hat Jill Ellis umgestellt von 4-3-3 auf 5-4-1. Ja. Die hat dann die Sechserin nach hinten in die Abwehr gezogen und wollte dann eine halbe Stunde lang in Frankreich, gegen Frankreich mit 1-0 mit einer Fünferkette das Spiel heimverteidigen. Gegen England hat sie das nach dem 1-0 nach 10 Minuten schon gemacht, mit der Folge, dass die Engländerinnen dann ziemlich aufgekommen sind und relativ prompt ausgeglichen haben und fast in Führung gegangen wären, weil die Becky Sauerbrunn fast ein Eigentor fabriziert hätte. Es ist erstaunlich früh oft auf die Handbremse gestiegen worden, anstatt schnell mal gleich ein zweites nachzulegen und die Entscheidung zu suchen. Letzten Endes war es dann so, dass die Amerikaner das erste Spiel, das haben die 13-0 gewonnen gegen Thailand. Da haben sie es nicht getan. Da haben sie es nicht getan, haben relativ aufs Haupt bekommen und gesagt haben, also muss es denn wirklich sein, dass man gegen so einen Gegner 94 Minuten lang auf dem Gas bleibt und die wirklich gnadenlos wegschießt. Haben sich alle sehr verteidigt. Damals haben sie gesagt, das müssen sie so machen, das gehört sich so. Tatsache ist aber auch, die restlichen 6 Spiele waren sie mit sehr viel Handbremse dabei. Ich weiß nicht, ob das eine Folge war oder ob das Feigheit bis zu einem gewissen Grad war von Jill Ellis. Auf jeden Fall war das schon auffällig. Und die Amerikanerinnen haben ein Turnier, das nie knapp sein durfte und wo es nie in Zweifel stehen durfte, dass sie mit Abstand das beste Team sind, haben sie in Wahrheit vom dritten Gruppenspiel an in jedem Spiel eng gemacht und enger gemacht, als es sein müsste. Ja, ein anderes Team, das in der Vergangenheit zu den Großen gehört hat, aber jetzt irgendwie schon ein bisschen länger nicht ganz von dabei, ist unser Nachbar Deutschland. Was ist denn dort passiert? Also aus gegen Schweden im Viertelfinale, das muss doch als Enttäuschung durchgehen, oder? Ja, keine Frage. Es gab einen Generationswechsel, also sie haben 2016 sind sie Olympiasieger geworden mit diesem olympischen Turnier, sind dann einige ältere Stützen, dann haben ihre Karriere beendet, auch die Trainerin ist damals gegangen und seither suchen sie so ein bisschen nach sich selbst und jetzt gibt es seit einem halben Jahr eine neue Teamchefin,
Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die hat einige ganz junge eingebaut. Also eine ist reingekommen, Lena Oberdorf, die ist 17, Julia Quinn ist 19, Clara Bühl ist 18, glaube ich. Und vor allem was bei den Deutschen ist, sie haben gefühlt 15 Spielerinnen, die alle 7 verschiedene Positionen spielen können, was sie den Turnierverlauf dann auch gemacht haben. Also genau das, was früher nicht der Fall war, ist jetzt absolut so. Früher war Deutschland eines der berechenbarsten Teams, jetzt ist es eines der unberechenbarsten Teams. Nur durch diesen Generationswechsel auch fehlt ein bisschen die internationale Erfahrung und auch so ein bisschen der letzte Punch im Spiel nach vorne. Sie sind ohne Gegentor in das Viertelfinale gekommen, in einer relativ schweren Gruppe, muss man dazu sagen, mit Spanien und mit China. Schweden hat das dann bestraft, weil Schweden das letzten Endes auch geschickt gemacht hat. Die Deutschen sind damit auch nicht bei Olympia dabei. Machen wir aber jetzt grundsätzlich um die Nationalmannschaft keine großen Sorgen. Wo man sich schon Gedanken machen müsste, ist der Zustand des Frauenfußballs in Deutschland generell. Es gab sehr, sehr wenige Legionärinnen, die in der Bundesliga spielen, bei anderen Nationalteams. Es sind jetzt nur noch 11, also das sind fast alle europäischen Top-Ligen haben da mehr zu bieten gehabt. Also die deutsche Bundesliga, die fällt zurück. Was die Klasse angeht, was das Geld angeht, was die Infrastruktur angeht und was auch die mediale Aufmerksamkeit angeht. Sehr schön war, wie Almut Schuld, die Torhüterin, die war im Halbfinale im Studio in der Sportschau und hat gefordert, dass auch in der Sportschau mehr über Frauenfußball berichtet wird. Sie hat das wohlgemerkt in der Sportschau gesagt. Also das sagt auch schon einiges aus. Die Deutschen sind sicher nicht mehr die führende Mannschaft, so wie sie es in den Nullerjahren waren. Es ist Potenzial immer noch da, aber die müssen auf jeden Fall mehr machen. Viertelfinale ist bitter. Zu einer kleinen Erklärung, was du gerade gesagt hast, sind nicht bei Olympia dabei. Es war ja klar, dass sich nur die 3 besten Teams aus Europa für Olympia qualifizieren werden. Das sind jetzt England, die Niederlande und Schweden, weil die 3 waren im Halbfinale. Und bei den Frauen ist das Olympiaturnier ja tatsächlich eins mit hohen Stellenwert, nicht wahr? Genau. Das ist im Gegensatz zu den Männern, spielen bei den Frauen die kompletten Nationalteams. Da gibt es keinerlei Einschränkungen. Das ist in Wahrheit fast eine WM. Ein bisschen kleinere mit etwas weniger Teilnehmern, aber hat eine sehr, sehr hohe Wertigkeit. Und da nicht dabei zu sein, das ist für europäische Teams, vor allem für europäische Top-Teams, immer Frankreich ist auch nicht dabei, Spanien ist auch nicht dabei, Norwegen hat es auch nicht geschafft. Also gerade in Europa, weil es eben so wenig Teilnehmer gibt, kannst du schon fast davon ausgehen, dass du ein Turnier mit Favorit bist, wenn du nur dabei bist. Und dann nicht dabei zu sein, das ist für europäische Teams nicht schön. Ja, du sagst gerade, das Olympische Turnier ist ein Turnier wie eine WM mit weniger Teilnehmern. Jetzt ist die Frauenweltmeisterschaft zum zweiten Mal mit 24 Teilnehmern durchgeführt worden. Alles in allem aber dann trotzdem ein attraktives Turnier eigentlich, habe ich so im Gefühl gehabt. Ist der Level im Frauenfußball mittlerweile gut genug für ein 24er Turnier? Für ein 24er Turnier schon, würde ich sagen. Es hat dieses Mal nur ein Team gegeben, das wirklich signifikant abgefallen ist. Das war Thailand. Die schon sehr viel wert war, ein Tor geschossen zu haben, muss man sagen. Also genau, die sind rausgegangen mit 1:20 Toren aus 3 Spielen. Es ist tatsächlich die schlechteste Bilanz, die jemals jemand hatte. Ist eine schöne Geschichte übrigens. Ich habe das irgendwo gelesen. Also dieses Tor ist wirklich sehr, sehr gefeiert worden in Thailand, weil es für den Frauenfußball eine schwere Genugtuung war, dass man gesagt hat, man hat ja auch die zweite und dritte Partie dann nicht mehr so deutlich verloren und hat auch ein Tor geschossen. Ja. Also das sind für so ein Team, das so weit abgeschlagen ist, war das respektabel, zum Fall des 0-3 Ergebnisse. Ja, aber vor allem, man muss ja bei Thailand dazu sagen, Punkt 1, die waren vor 4 Jahren schon dabei. Da hat man die Prügel erwartet, die diesmal gekommen sind. Vor 3 Jahren haben sie dann sogar ein Match gewonnen. Vor 4 Jahren haben sie sogar ein Match gewonnen. Und sie sind eigentlich nur dabei, weil Nordkorea immer noch von Erfolgen hadert, von einer Suspendierung, die sie bekommen haben, weil sie mal 5 positive Doping-Tests abgegeben haben. Sonst wäre Thailand gar nicht dabei gewesen. Und es ist natürlich auch die Frage, wie man die Startplätze auf die Kontinentalverbände aufteilt, weil im Moment ist es so, dass von Europa abgesehen alle
Kontinentalverbände gerade so viel Plätze haben, wie sie einigermaßen sinnvoll füllen können, während 6-7 taugliche europäische Teams daheim bleiben können oder müssen. Grundsätzlich ist 24 im Moment wahrscheinlich die beste Größe, die es gibt. 32 halte ich für früher oder später fix. Gianni Infantino hat angekündigt, er möchte es 2023 schon machen. Glaube ich, das ist ein bisschen früh. Ab 2027, glaube ich, könnte man das versuchen. Du hast es auch gerade wieder kurz angerissen, das wollte ich noch mit dir besprechen. 2015 hatten wir ein Viertelfinale, da war China drin, da war Kanada drin, da war Australien drin und dann war Japan sogar noch ein Finalteilnehmer. Jetzt hatten wir ein Viertelfinale mit 7 Europäerinnen hinter den Amerikanerinnen, europäischen Teams hinter amerikanischen Teams. Was ist da passiert? Warum ist der Rest der Welt anscheinend so weit abgeschlagen? Es schaut extremer aus, als es ist. Also man muss sagen, Australien hat im Achtelfinale verloren im Elfmeterschießen, Brasilien hat verloren in der Verlängerung, Japan hat verloren durch einen Handelfmeter in der 88. Minute, der eigentlich kaum zu verhindern war, weil die Spielerin einfach angeschossen worden ist. Also es ist nicht so, dass der Rest der Welt jetzt so signifikant abfällt und ich... Das steht dann auch in der großen Abschlussbilanz, die dann auf Ballverliebt zu lesen ist. Also es ist absolut denkbar, dass schon nächstes Jahr beim Olympischen Turnier kein einziges europäisches Team im Halbfinale ist. Was aber sehr wohl der Fall ist, ist, dass man wahrscheinlich auf Sicht keine Chance hat, wenn man nicht seine Spielerinnen in eine von den europäischen Top-Ligen hat oder eben in der amerikanischen. Das ist eine Entwicklung, die ist ganz deutlich. Also übernimmt der europäische Club Fußball auch im Frauenfußball jetzt ganz klar das Kommando? Ja. Also das war immer schon so, dass auf Clubebene das Herz des Frauenfußballs in Europa schlägt. Aber dadurch, dass jetzt eben in mehr Ländern noch mehr Vereine dabei sind von den Herren, die das dann über die großen Einnahmen bei den Herren querfinanzieren, es hat auch Real Madrid, hat sich jetzt auch angekündigt, ist einfach von der NWSL abgesehen, einfach in Europa die Klasse und das Geld daheim. Ist so. Guten Morgen, ja, da könnten sich auch ein paar österreichische Clubs vielleicht nochmal ein bisschen etwas abschauen. Meine abschließende Frage für dich zum Thema Frauen-WM. Was mir aufgefallen ist, und zwar absolut positiv aufgefallen ist, wenn ich so zurückgedacht habe an die WM 2011 in Deutschland, die ja damals so als erste wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat bei uns. Das Spiel ist erstens viel attraktiver geworden und zweitens ist die Athletik eine völlig andere. Es ist fast ein komplett anderer Sport. Ich kann mich erinnern, ich habe mir damals gedacht, okay, vielleicht wäre es besser, 80 Minuten zu spielen, das Tor kleiner zu machen, das Feld ein bisschen kleiner zu machen. Es hat so ausgeschaut, als wäre das alles vielleicht für die Athletik von Frauen ein bisschen zu groß. War völlig blödsinnig, muss man sagen. Schaut jetzt wirklich 8 Jahre später ganz anders aus, oder? Ja, natürlich. Weil auch sehr, sehr viel passiert ist, weil sehr viel Geld investiert wird, auch in die Infrastruktur, ins Coaching, gerade eben in den größeren Ligen. Also die Amerikanerinnen, die waren sowieso immer vorne dabei. Die kommen auch traditionell, also das war schon 1991 bei der ersten Weltmeisterschaft so, dass die Amis da einfach über die Athletik gekommen sind. Die waren einfach robuster, fitter, schneller, besser ausgebildet, besser trainiert auch als alle anderen. Was bei der WM vor allem ganz auffällig war, war, wie solide bis sehr gut die Torhüterleistungen waren, vor allem nachdem das vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft eine ziemliche Shitshow war. Also da sind sogar bei dieser WM sogar die Torhüterinnen aus den vermeintlich kleinen Nationen haben alle relativ gut ausgeschaut, also mit Masse relativ gut ausgeschaut, das war sehr schön. Es ist alles schneller, es ist athletisch, es ist robuster, weil einfach die Möglichkeiten in der Trainingsarbeit ganz andere sind. Ich habe jetzt letztens fast zufällig wieder nachgelesen, England, ich habe 2013 nach der Europameisterschaft über England gesagt, dass man nur dann nach vorne kommen wird wieder, wenn man ein bisschen professioneller das Ganze aufstellt, weil zum Teil wird bei den Top-Clubs sogar nur 2-3 Mal in der Woche trainiert. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, wo jetzt de facto jedes Premier League-Team ein Frauenteam hat, wo einfach dadurch, dass in der Premier League viel Geld da ist, viel Möglichkeiten auch sind, was Coaching, was Betreuung angeht, Physio angeht,
was alles dazugehört, das ist schon auch einer der ganz großen Gründe, warum auch das englische Team jetzt in den letzten drei Turnieren immer im Halbfinale war. Hm. Das ist bei anderen genauso, wenn ich mir Spanien anschaue. Und wenn wir uns zurückerinnern, eben bis vor 10, 15 Jahren waren es in Wahrheit, das waren die Amis, waren die Deutschen und waren die Skandinavierinnen, weil da einfach die Möglichkeiten da waren und die Ressourcen da waren. Und jetzt sind viele, viele Länder nachgezogen, die eben auch Ressourcen bereitstellen und das merkt man auch. Das generelle Level steigt quasi. Ja. Okay, das wäre es zur Frauen-WM gewesen. Es ist noch so, dass noch andere Fußballturniere momentan stattfinden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege nichts davon mit. Die Copa America, eigentlich komplett an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Hast du was gesehen? Die Szene gesehen im Spiel um Platz 3, den Ausschluss von Messi. Messi. Messis rote Karte im vielleicht letzten Länderspiel seiner Karriere, sowie auch im allerersten Länderspiel seiner Karriere, sonst nie eine bekommen. Habe ich gesehen. Wobei die im P3-Spiele war Gemeinheit. Ja, ja, ja. Also es war die Szene mit dem mit der Schulter. Ne? Ja. Es war ein Laufduell Richtung durch, Richtung Seitenauslinie und da Messi gibt dem Medell dann noch leicht ein bisschen einen Schubser mit. Und der Medell kommt zurück und irgendwie rempelt ihn 2, 3, 4 Mal mit der Schulter an und beide fliegen runter. Ja. Und niemand weiß warum, in Wahrheit. Also warum Medell geflogen ist, das hat man gesehen, aber was da Messi, ja. Es gibt die eine. Wenn man ihm was Böses will, dann gibt man ihm Gelb wegen dem Schubser. Aber was da rot gewesen sein soll, nein, und warum er auch der Videoassistent nicht eingegriffen hat, vor allem. Es gibt die eine Szene, also die eine Perspektive, aus der man halt sieht, dass Messi beim Hochziehen der Schulter irgendwie Medell so ein bisschen am Kinn trifft. Für mich keine wirkliche Tätigkeit, muss ich sagen. Also ich würde auch nicht wirklich sehen, wie man da eine rote Karte geben kann. Aber Messi, muss man sagen, hat nach dem Turnier ja überhaupt den Verband ganz, ganz hart kritisiert, hat gesagt, er glaubt, das Turnier ist für Brasilien gefixt und er hofft, dass im Finale, das wir jetzt nicht mehr besprechen können, weil es eigentlich gerade jetzt beginnt, der VAR keine Rolle spielen wird. Also viel Kontroverse anscheinend bei der Copa, soweit man es mitkriegen konnte bei mir. Hätte mehr mitkriegen können, aber es ist irgendwie, ich habe mehr Frauenfußball geschaut in letzter Zeit. Das Gleiche gilt ja noch. Für zwei Wochen rennt, das ist der Afrika-Cup, wobei sich da schon einige sehr Prominente auch verabschiedet haben. Ja, unter anderem Gastgeber Ägypten ist schon draußen, das stimmt. Ich habe 3 Spiele ganz ein bisschen reingeschaut bis jetzt und das ist für mich eigentlich so ein bisschen die Enttäuschung dieses Sommers. Ich habe in den letzten 10, 15 Jahren den Afrika-Cup, glaube ich, ziemlich ausführlich immer wieder verfolgt und diesmal, jetzt ist er im Sommer, jetzt konkurriert er mit der Frauen-WM, mit der Copa. Mit Copa Amerika. Und zusätzlich ganz einfach auch mit einer Ermüdung am Ende einer jeden Saison, dass man schon so viel Fußball gesehen hat, dass es jetzt ja für Spiele, die nicht ganz oben auf der Agenda stehen, ein bisschen schwierig für mich. Ich kriege nichts mit, leider. Das ist schade. Man merkt schon in diesem Sommer, jetzt auch endgültig, mehr als ein Turnier kann man nicht wirklich aktiv verfolgen, dass man auch wirklich das ausführlich mitbekommt. Man kann so ein bisschen schauen, was tut sich da, was tut sich dort, aber wirklich intensiv kann man eigentlich nur ein Turnier, one at a time. Also das merkt man schon. Das war auch einer, übrigens, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, einer der Kritikpunkte, die jetzt in den 2, 3 Tagen vor dem Finale aufgekommen sind, was ich nicht ganz verstanden habe, Megan Rapinoe, sich da aufgeregt, dass das Frauen-WM-Finale am selben Tag ist wie das Copa-America-Finale und das Gold-Cup-Finale. Ach, der ist ja auch noch. Der ist auch noch. Habe ich nicht ganz verstanden, aus mehreren Gründen. Zum einen, das ist seit einem halben Jahr, wissen das alle. Dann, wenn der Afrika-Cup nicht wegen einem Ramadan um 2 Wochen verschoben worden wäre, wäre das Finale auch noch gewesen. Sowas ist es im Grunde genommen ein super Sonntag mit jede Menge Finale-Action. Was ich verstanden hätte, wenn sie sich aufgeregt hätte, wenn sich die Finals zeitlich überschnitten hätten. Tun sie aber nicht. Das eine war jetzt unserer Zeit um 5, das zweite um 10 am Abend und das dritte ist mitten in der Nacht irgendwann um 3:15.
da muss ich sagen, das ist eine Aufregung, die habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich auch nicht. Vor allem muss ich halt sagen, diesmal habe ich mich tatsächlich für das Frauenturnier entschieden beim Verfolgen. Es ist auch wirklich, also ich wollte mir auch von der U21-Europameisterschaft ein bisschen mehr anschauen, aber als die Frauen-WM dann gestartet hat, ist die bei mir auch so. Und Österreich draußen war? Das kam auch dazu, aber da ist die wirklich ein bisschen so in den Hintergrund gerückt bei mir. Ja. Spanien übrigens, Finale 2:1 gegen Deutschland. Genau. Schon wieder fast vergessen. Na, ich sage ja, mehr als ein Turnier intensiv ist schwierig. Ja, ist schwierig und es ist einfach auch mittlerweile echt, echt viel Fußball, selbst für Superfreaks für uns, glaube ich. Also ja. Du schaust dir über die ganze Saison 300 Spiele an oder was auch immer und dann kommt der Sommer und du hast auch mal ein bisschen was Zeit, um im Schwimmbad zu liegen und dann sind 5 Turniere gleichzeitig. Naja. Gut, ich glaube, damit hätten wir es für heute besprochen. Die nächste Sendung haben wir bereits für euch geplant. Am 17. haben wir eine Aufnahme mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Diese Sendung wird zuerst für unsere Patreon-Unterstützer erscheinen. Der Grund, warum sie jetzt noch nicht erschienen ist, und ich sage jetzt nicht, wer der Gast ist, einfach soll ein bisschen eine Überraschung sein, ist, dass der, eine wichtige Verpflichtung hat, der muss zum Afrika-Cup. Und das können wir ganz gut nachvollziehen. Es ist sicher cool, dort vor Ort zu sein. Demnach haben wir das jetzt versprochen. Und heiß. Und heiß. Es ist cool und heiß gleichzeitig. Ja. Jedenfalls also Mitte Juni, Juli ist es schon. Fuck, Juli ist schon. Mitte Juli wird es die nächste Folge geben. Und ja, dann geht es eh schon bald wieder mit der neuen Saison los. Um es nicht zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Castbox, wo auch immer ihr Podcasts hört. Es gibt uns auch auf YouTube. Und natürlich, und wenn ihr die nächste Folge früher hören wollt, dann geht auf patreon.com/ballverliebt und unterstützt uns. Wie immer freuen wir uns über Feedback auf ballverliebt.eu, über Twitter oder über Facebook. Was habt ihr von dieser Show gehalten? Was seht ihr anders? Was ist noch zu ergänzen? Ja, ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.